Die Spur ging weiter und traf auf einen Stacheldrahtzaun, der niedergetrampelt worden war. In dem Zaun hing ein Haarbüschel, das wir im Rahmen der Ermittlungen einsammelten. Mehrere Haare, die zusammenkleben. Die Haare waren kurz, aber die Haarwurzeln waren noch dran. Dadurch konnten wir eine DNA-Analyse machen. Die DNA-Analyse hätte Aufschluss darüber gegeben, zu welcher Spezies die Haare gehörten. Aber im Bericht stand nur unbekanntes Raubtier. In der DNA-Datenbank sind Tiere aus der ganzen Welt gespeichert. Aber dieses Tier war unbekannt. Dafür gibt es keine Erklärung.